So, lang, lang ist ja, meine Freunde. Und willkommen zum nächsten Part auf Let's Play Pokémon. Smaragd, Kristall. Lang, lang ist ja, ja. Viel Stress und so. Was wollten wir eigentlich machen? Keine. Genau, wir wollten gleich Biscuit trainieren. Weiter, ja. Wir sind mal Radiotube immer noch. Und ich schiebe das Mikro richtig ran. So, jetzt müsste ich auch besser zu verstehen sein. Wir sind hier. Geht's da? Nein, wir müssen nach oben. Oder? Nein, ich kann es nicht. Ja, ich glaube, ich glaube, da oben haben wir schon aufgeräumt, glaube ich. Okay. Du bist du gekommen, um mich zu retten? Ist das, was du erwartet hast? Falsch, ich bin ein Betrüger. Ich gebe vor, der Echte zu sein. Um unsere Übernahme vorzubereiten, möchtest du wissen, wo wir den echten Intendanten sind? Ich werde es dir verraten, wenn du mich besiegst. Okay, dann werde ich besiegen dich, mein Freund. Rocket Vorstand möchte kämpfen. Schön. Wir setzen uns morgen in den Kampf und wir starten gleich mit der lieben Biscuit. Mit dem Keks. Und surfen wir mal zu Tode. Und sie überlebt. Smogon benutzt Schlammbad. Schlammbad ist böse. Das hat mich Gott sei Dank mal nicht vergiftet. Was tun wir denn nur? Ich tue jetzt einfach mal ganz spontan weiter Biscuit draußen lassen. Stück näher dann schreiben. So. Ich hoffe, ich puste jetzt nicht zu sehr ins Mikrofon. Wenn ja, dann will ich das entschuldigen. Ich habe es nicht vor, so hart ins Mikrofon zu pusten. Also, so einen starken Anstieg. So. Jetzt müsste es perfekt sein. Ich muss halt ein bisschen lauter reden wie vorher, aber das dürfte ja kein Problem an sich sein. So, es setzt weiterhin ein Smogon ein und wir wechseln jetzt ganz geschickt mal auf Nexitas auf unseren Sandame. Wir setzen Schlitze ein und schlitzen ihn auf. Ganz gechillt. Smogon countert uns mit der Rauchwolke, aber dies wird uns definitiv nicht aufhalten. So, Nexitas schlitzt weiter auf ihn ein. Und ja, wie ich sagen muss, es besiegt es. Und ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Genau, nächste Taste halt Erfahrungspunkte. Was kommt jetzt noch ins Morgon? Da bleibe ich mal gleich bei nächste Taste, damit das Level abbekommt. So, dann hat wechsle ich dann geschickt, dann später nach dem Pokémon auf Lorena, um das auch noch ein bisschen zu nehmen, weil ich will, es geht dann eben. Die Schnauze. So, wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Genau, Volltreffer, schön. So, Volltreffer kann man hin und wieder gerne mal gebrauchen und Volltreffer sind nützlich. So, und mal schlitzen wir, was wieder daneben geht. Ich hasse ich Spiel. Heute ist der 14.12. Und ja, was manche vielleicht wissen, ich habe in einer Woche Schulferien. Ich freue mich schon so drauf. Dann werde ich erst einmal, dann kommen wahrscheinlich wieder alle zwei Tage regelmäßig Pokémon-Folgen. Aber in der Zeit habe ich halt fast keine Zeit, da irgendwas aufzunehmen. Diese Weihnachtszeit, wir schreiben noch Schulaufgaben am Mittwoch, zum Beispiel Latein. Es kommt so viel Zeugs auf einmal. Das ist einer der wenigen Gründe, warum ich die Schulzeit nicht unbedingt, Adventszeit nicht unbedingt sehr mag, weil es einfach angeblich soll es ja die Zeit der Ruhe sein, aber es ist ja so die Zeit des Stresses. Es stresst alles zur Zeit bei mir und es ist nicht gerade witzig. Ich glaube, ihr wollt nicht in meiner Haut stecken. Es ist ärgerlich. Es ist mittlerweile, ja. Und es explodiert. Mistding. So kann jedes Scheißding explodieren, ey. Und dann schön shiny Electric. Rocket Verstand schickt Schmuggeln in den Kampf. Wir starten mit Sternenschauer, weil ich mich verdrückt habe.
Und ja, die Mauern sind schon mal über einer Rauchwolke. Okay, Tims Genauigkeit wurde verringert. Tims Attacke ging daneben und es sprengt sich auch in die Luft. Wer nicht weiß, explodiert oder wie? Oh, meine Fresse. Dann noch zwei Pokémon und die jagen sich auch noch selbst in die Luft. Ey. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. So, geh auch noch bitte in die Luft. Danke. Los, tu mir den Gefallen. Geh in die Luft. Oh, trau dich, wenn du es kannst. So, Server macht relativ viel Schaden und ja, ich glaube, ich muss doch ein bisschen zu fest jetzt wieder vor sein oder auch nicht. Aber ich habe viel zu stark. Erdbeben. Das waren Erdbeben. Scherz. Kritische Morgen wurde besiegt. Bis Köder fällt der Fahrer. Schön. Oder kein Verstand wurde besiegt. Okay, ich sage es, wo er ist. Ein nach Hause. Wir haben einen echten Intendanten in das Untergrundlagerhaus verschleppt. Es ist am Ende des Untergrunds. Ich bezweifle aber, dass du zu weit kommst. Was soll der Kelleröffner? Schön. Sehr schön. Nö, dann geht's runter. Den Türöffner haben wir leider noch nicht und da kommt. Man rechts aus dem Umrennen. Fällt es mir nur auf, oder so, ja, rennt man seit nicht schneller wie hoch und runter. Da kommt mir das nur so vor. Ich hab keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall schaffen, dass ich den Radioturm schaffe. So, Ducatia City, oh, ist ja schön. Und das Poké Center genau hier. Ich habe aber keine Ahnung, was unser Rivale Tobias als erstes einsetzt. Also ich habe halt keine Ahnung. Ich habe halt das Spiel ewig nicht mehr gespielt, weil ich keine Zeit hatte. Auf jeden Fall sollte mir damit schauen, dass ich irgendwie meine Stimme irgendwie lauter bekomme. Weil es schlägt kaum aus. Was ich noch schauen wollte, ich schiebe mein Mikro doch ein bisschen wieder ran. Oder auch nicht. So. Also bin ich auch wieder laut. Zu hören oder richtig oder wie auch immer. Wir wollten in den Untergrund, wenn ich mich richtig verstanden habe. In den Untergrund. Oh. Nein, gar nicht getan. Brauchst du halt die MVM-Basis. Wir haben noch gar kein Fahrrad. Dann halt nicht. Ich hab Fuß. Mach egal. Da geht alles runter, oder? Und so wird Eingang schön. Oh, ich bin die Ruin, nicht die mag. So, dann sprecht es aus und dann kommt unser Freund Tobias für euch raus. Mit dem Kalöffner über die Tür eingetreten. So. Ja, da ist er. Stehen bleiben, ich sah dich und bin dir gefolgt. Hör auf, mir nachzuschauen. Ich muss mich um Team Rocket kommen. Moment, du hast mich schon besiegt, oder? Das war nur Dusel. Dusel. Dusel ist Glück. Ich begleiche meine Rechnungen. Für alle, die das Wort Dusel nicht kennen, bei uns in Bayern ist es so, warst du am. Bei uns hat man, kann man sagen, warst du am Muscle gehabt. Das heißt also viel wie Glück. Oder warst du Dusel gehabt. Das ist halt. Ja, für Hochdeutsche, die das Wort eventuell nicht verstehen können oder andere Leute. Es gibt immer Leute, die ein Wort nicht verstehen, wie so einem brillanten Künstlernamen oder Schriftsteller des Barocks, und zwar Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Wer hat sich bitte solche Namen ausgedacht? Ist ja krank. Hans Jakob, hey. Hallo, ich bin Herr Grimmelshausen. Ich bin der Polizist. Guten Tag, ich möchte gerne Ihren Ausweis sehen. Stimmt es, dass Sie Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen heißen? Ja, natürlich, das bin ich, mein Herr.
ich schlag mich gerade selbst. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Ey, wer hat sich solche Namen ausgedacht? Das ist doch schlimm. Naja, und ich töte mich selbst. War klar, war klar. Ja, dann. Dann muss halt unser Harbock klären. Das geht natürlich auch. Das kann nämlich Giftblick. Was ausnahmsweise trifft. Weil man das paralysiert. Kopfnuss. Boom. Boom. Headbot. Gegnerisches Körper plus Fliegenschlag. Kopfnuss. Was war das jetzt? Oh man, Leck. Tobias jetzt Magnetilo, Magnetilo. Oder nein? Mein Freund Lorenai, war schön. Ferdi kommt zurück, los. Los, Lorenai. Glut. Normalerweise reicht man Magnetilo in dieser Art und Weise zu zerstören. So, auf jeden Fall. Ja, wie ich es auf Gamingport Network schon gesagt habe, in meinem Metroid LP oder im anderen oder im Smaragd LP, ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall schicke ich mich wieder dann. So, auf jeden Fall bekomme ich demnächst ein neues Mikrofon und zwar das Series Siberia. Und ja, es ist. Und das war Fail. Ich habe nicht gelesen, was kommt. Was kommt? Wir wechseln auf Tim. Ganz gespannt. Lorenai muss leider zurücktreten, weil es sonst sagen Fischfutter wäre. Auf jeden Fall. Geht's weiter, wir hauen einen Donnerschlag rein. Dann hoffen wir, dass es paralysiert wird oder one-hitted wird oder einen Falltreffer macht oder sonstiges. Oder so. Oder gar nichts trifft ein. Singt stark, Initiative. Dann sind es auch ein bisschen ein. Naja, auf jeden Fall ist das Imperator ist tot. Definitely down. Boom. Wow. Alpollo, 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 Lorenai. Ich will, dass du in einem der nächsten Parts einfach mal so ganz geschickt ein paar Level höher wirst. Beziehungsweise jetzt noch ein Level für ein Tornuptu. Flammenrad. Na, ihr wollt doch alle Evolutionen sehen. Oh Mann, ich werde so Schiss haben vor Rot. Ihr glaubt es gar nicht. Lorenai erreicht Level 35, schön. Sneebel, ach, lass ich gleich draußen, weil Sneebel Eis ist. Sneebel ist ein cooles Pokémon. Vor allem die Diamantperle, Dingens hat mir sehr, sehr gut gefallen mit den neuen Entwicklungen von Polypurba und Glaciola. Mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Den gut gespielt und alles einfach mal. Auf jeden Fall, wenn ich das Let's Playen sollte, dann wird es definitiv kein Blind Let's Play. Glaube ich. Danke. Danke, der Tag ist effektiv. Okay, du bist wohl gesehen. Dann habe ich verloren, ja. Ich habe die Check. Ja. Ich verstehe es nicht. Das ist wahr, was dieses Siegfried erzählt, dass ich meine Pokémon nicht richtig behandle. Liebe, Vertrauen, fehlt mir das wirklich? Verhindern diese Mängel, dass ich gewinne? Ich verstehe es nicht, aber es wird hier nicht nicht jetzt, nicht deswegen. Ich werde meinen Traum, der weltbeste Pokémon-Trainer zu sein, nichts aufgeben. Ja, ich muss sagen, es waren schon doch ganze starke 15 Minuten. Wir haben meiner Meinung nach nicht so viel geschafft. Wir haben einen Rivalen besiegt mit 6 Pokémon, wir haben einen Rocket Vorstand besiegt und einen Kelleröffner bekommen. Sie sind jetzt in den Untergrund. So, wir sehen uns wieder, weil das heißt Let's Play Pokémon Kristall. Ja. Part 24 mittlerweile, 41 Stunden Spielzeit. Sehen uns. Dann.
Tschüss.